Er sorgt dafür, dass Hamburgs Innenstadt sauber bleibt. Sedat Şükürdağ ist Müllwagenfahrer und nach Feierabend Fußballtrainer. Wer sind wir? Vettel United! Er hat den Fußballverein Vettel United gegründet, in dem Kinder und Jugendliche aus über 20 Nationen kicken. Doch um Punkte und Tore geht es nur am Rande. Das Jugendamt war auch bei der Polizei da und wollte Triefen rausnehmen. Eine weitere Herausforderung: Sedat will eine Frauenmannschaft zusammenstellen. Und das in einem Stadtteil, in dem der Migrationsanteil bei über 70% liegt. Viele Mädchen Kopftücher tragen. Ich darf hier selbst nicht hier spielen, von meinem Vater aus. Vettel hat keinen guten Ruf, sozusagen. Genau. In ganz Hamburg nicht. Ja. Schafft es der Müllmann, gegen den Widerstand streng muslimischer Eltern ein Frauenteam aufzubauen? Was treibt ihn an? Und wird es ihm gelingen, neben all den Problemen auch noch traumatisierten Flüchtlingskindern zu helfen? ...15 Uhr am Nachmittag. Seine 8 Stunden auf dem Müllwagen hat Sedat Şükürdağ hinter sich. Jetzt ist er auf dem Weg zum Fußballplatz. In 3 Stunden soll es losgehen mit einem ersten Training für ein Frauenteam. Doch werden genügend Spielerinnen kommen? Zunächst kümmert er sich um die mehr als 100 Kinder, die seit Gründung des Vereins vor 3 Jahren regelmäßig hier trainieren. Das erste Training hat ein Kollege übernommen. Allein schafft Sedat das nicht mehr. Es kommen immer mehr. Und sie kommen nicht nur wegen des Fußballs. Nein, noch nicht. Da geht noch keiner. Habt ihr es so eilig oder habt ihr so viele Hunger? Oder was? Die türkische Pizza hat er schon am Vorabend zubereitet. Geht schon mal rein. Schön unten festhalten. Willst du auch was drin haben? Bitte schön. Ich rufe dann Papa und du sollst nach Hause gehen und vorne spielen, hat er gesagt. Aber sag mir, wenn du weggehst. Für sein Kochprojekt bekommt er mittlerweile Zuschüsse vom Bezirk. Doch für andere Dinge, wie Fußballschuhe oder Ausflüge, ist er auf Spenden angewiesen. Das ist eine Insel, eine kleine Insel. Du hast hier den Spielplatz und du hast den Sportplatz. Mehr hast du ja nichts. Deswegen habe ich gesagt, versuch doch was für die Jugend zu machen. Jeder kennt mich auch privat, wie ich mit den Kindern umgehe. Und wenn ich auch einmal im Vettel Rundgang mache, jeder kennt mich. Es ist 18 Uhr, Trainingszeit der neuen Frauenmannschaft. Doch sind auch genügend da? Jada! Wer kommt denn alles noch? Wer hat für einen Grund, dass Islam kommt und Dings kommt? Ja, wir können doch erstmal mit euch erstmal damit anfangen. Ich mache 4 Recke, ihr macht erstmal in der Mitte, damit ihr ein bisschen mit Ball spielt, okay? Eins. Gerade mal 6 junge Frauen sind gekommen. Sedat hatte mit doppelt so vielen gerechnet. Gemeinsam mit Jada, seiner Co-Trainerin, muss er noch ordentlich Werbung machen. Sonst scheitert das Projekt Frauenteam bei Vettel United. Die meisten hier auf der Vettel tragen auch Kopftuch, die Mädels in unserem Alter. Viele Muslime, deren Eltern strenger sind als wir unsere Eltern, die es nicht zulassen. Ich weiß nicht, was für Gründe die haben, aber Hoffnung habe ich, ja. Weil wir haben ja eine Torhüterin jetzt, die wohnt auch hier auf der Vettel. Die kommt noch jetzt dazu. Ja, hoffen auf mehrere. Bis zum Start der Meisterschaft haben sie nur noch 6 Wochen Zeit. Sedat muss heute noch mehr Probleme lösen. Einer seiner Trainerkollegen hat ihn angerufen, muss ihn dringend sprechen. Schuhe zieht ihr auch aus, ne? Ja. Kannst du aber auch lassen. Nee, jetzt habe ich ihn aus. Volker ist einer von 11 Kollegen, die Sedat bei der ehrenamtlichen Trainingsarbeit unterstützen. Einer seiner Schützlinge, ein Junge aus Bulgarien, braucht Hilfe. Hey. Ja. Ansonsten erzähl. Ich habe vorgestern mich hier zusammengesetzt mit Trifon und seinen Eltern. Ja. Und wir haben halt hier ganz normal Kaffee und Kuchen ein bisschen getrunken, also gegessen und getrunken. Ja. Und da haben die mir gesagt, dass das Jugendamt bei denen zu Hause war. Ja. Und dass die versuchen, schon seit Tagen eine Wohnung zu kriegen. Oh. Und das Jugendamt war auch mit der Polizei da und wollte Trifon rausnehmen. Weil die Wohnung nicht für ihn geeignet ist, oder was? Ich denke mal, ja, weil die wohnen da auf so einer Art Schrottplatz, wo ja auch die kaputten Autos alle sind. Ja, weiß ich. Haben Sie Paragraph 5 Schein, Dringenschein oder was? Haben Sie irgendwas? Ich denke mal, mit sowas werden Sie sich gar nicht auskennen. Ja, muss man ihn dann erstmal fördern. Mhm. Was hat denn der Papa dazu gesagt? Ja, der Papa war auch natürlich erschrocken, ne, weil das Jugendamt da mit der Polizei stand und er wusste gar nicht, was los ist. Mhm. Ja, und dann wollten sie ihn rausnehmen, hat er mir gesagt. Ist er jetzt versichert?
Die beiden müssen mal wieder als Krisenhelfer einspringen. Während Sedat noch weitere Kinder zu Hause aufsucht, will Volker mit seinem Sorgenkind und den Eltern sprechen. Die Notunterkunft liegt mitten im Industriegebiet. Ich glaube, die haben zwei Zimmer und das war's dann auch. Da ist Wohnzimmer und Schlafzimmer, ist quasi mitten in einem Zimmer. Das ist schon echt dramatisch. Da muss echt schnell was passieren. Ja. Hallo? Komm? Ja, okay. Mit Papa? Mit Papa unterwegs, ne? Ja. Okay. Ich komm. Ja, sonst, ich weiß nicht, ob wir sonst warten. Wir warten sonst noch ein bisschen, ja? Ja, ja. Komm, trink einen Kaffee, warte. Ja, okay. Okay. Der Junge sei mit seinem Vater unterwegs, erzählt die Mutter. Ja, Trifo und ich bin's, Volker, wo bist du? Okay, gut, seid ihr auf, zu Fuß auf dem Weg hierher? Okay, gut. Ich komme vorne hin. Bei euch vor der Tür. Bis gleich. Der Junge ist der Einzige in der Familie, der schon ganz gut Deutsch spricht. Ciao. Hallo. Hallo, alles gut? Ja. Alles gut? Ja, sehr gut. Musst du selbst. Gehen wir nach vorne. Ja. Um die Chance auf eine bezahlbare Bleibe zu bekommen, brauchen sie zunächst einen Wohnberechtigungsschein für sozial schwache Familien. Ich habe jetzt hier Papiere für euch. Das müsst ihr so schnell wie möglich machen. Da müsst ihr zum Bezirksamt Hamburg-Mitte gehen. Und das müsst ihr soweit alles, alle Papiere dabei haben. Wenn ihr das so dabei habt, alles soweit, dann meldet ihr euch bei mir und dann gehen wir da zusammen hin. Okay? Volker will helfen, der Behörde zu beweisen, dass die Familie alles versucht, um eine kindgerechte Wohnung zu finden. Was haben die gesagt vom Jugendamt? Muss schnell was passieren? Oder was haben die gesagt? Ja. Wenn die wieder hier sind, wenn die uns auch wieder hier sehen, die werden mich wegnehmen. Das wollen wir natürlich nicht, ne? Deswegen schnell die Papiere machen, dann gehen wir sofort zum Einwohnermeldeamt und versuchen da irgendwas schnell geregelt zu kriegen, ne? Ja. Weil es kann ja Sinn und Zweck sein, dass sie dich hier wegnehmen, ne? Ja. Volker weiß, dass es nicht einfach sein wird, eine bezahlbare Wohnung für Trifon und seine Familie zu finden. Und er wird Recht behalten. Auch 6 Wochen später hat die Familie noch immer keine Wohnung gefunden. Trotz Wohnberechtigungsschein. Jada ist noch immer auf der Suche nach Spielerinnen für das Fußballteam. Wie schwer es ist, das Umfeld vom Frauenkick zu überzeugen, weiß sie aus eigener Erfahrung. Bei mir in der Familie ist es so, meine Oma ist sehr dagegen. Sie sagt, Frauen brauchen keinen Fußball. Ja, aber wir spielen trotzdem. Jada, die bei ihren Großeltern lebt, hat sich durchgesetzt. Inzwischen hat die Familie es akzeptiert. Verzichten kam nicht in Frage. Ihr Engagement bei Fedel United ist ihr in ihrer jetzigen Situation besonders wichtig. Seit 2 Jahren sucht Jada einen Ausbildungsplatz in der Modebranche oder bei einer Schneiderei. Über 30 Bewerbungen hat sie geschrieben, trotz Realschulabschluss bislang ohne Erfolg. Nach jeder Absage hatte ich schlechte Laune, war ich genervt, war ich aggressiv. Aber nach jedem Training ging es mir ganz anders. Aufgeben will sie nicht. Sie hat sich bei einem Kosmetiksalon als Auszubildende beworben. Wird es diesmal klappen? Auch um 20 Uhr hat Sedat noch keinen Feierabend. Jetzt ist die Buchhaltung dran. Seine Tochter hilft ihm dabei. Ja, den anderen hast du, glaube ich, kaputt. War das Jugend? Das ist Jugend, ja, hast du falsch abgeheftet? Ja, natürlich habe ich falsch abgeheftet. Nein. Nimmst du den mal bitte wieder? Da musst du gucken, Papa. Ja, jetzt. Weißt du jetzt, wen du eingeordnet hast? Ich hoffe ja. Sinem ist 21 und wohnt bei ihrem Vater. Sie findet sein neues Projekt mit dem Mädchen- und Frauenfußball richtig gut. Aber ob das auch umzusetzen ist? Es ist sehr schwierig, ja, weil viele möchten spielen, aber die meisten trauen sich einfach nicht. Woanders, ja. Gut, ist das vielleicht üblich, dass die, sage ich mal, in anderen Stadtteilen mehr Frauenfußball ist als, sage ich mal, in unserem Viertel, Wilhelmsburg-Viertel. Wenn du sagst, so kaum, egal ob das eine Frau ist, versuchen alle reinzukriegen, damit wir so eine Mischmasch sind, damit wir sehen, dass die Frauen auch da sind. Aber mindestens 10 Spielerinnen muss er noch gewinnen. Beim Saisonauftakt im nächsten Monat müssen eine komplette 11 und Auswechselspielerinnen auf dem Platz sein.
Sedats Tag beginnt morgens um 5. Alles gut bei dir? Hast du den Arbeit ja gemacht? Jetzt nicht. Er ist heute für eine Tour in Hamburgs Innenstadt unterwegs. Als Springer wechselt er ständig die Einsatzorte. Und nach 25 Jahren bei der Müllabfuhr kennt er die schicken Viertel genauso gut wie seinen Kiez auf der Veddel. Ich brauche Platz, ich muss draußen, ich muss überall sein. Weil ich jedes Mal andere Gesichter sehen, mit Leuten, wie die umgehen, das macht mir schon Spaß. Und danach die Kinder, die machen mir auch natürlich Spaß. Aber auch heute schafft er es nicht zur ersten Trainingseinheit. Anfangs wollte Sedat alles allein machen. Bei 10 Mannschaften und mehr als 100 Mitgliedern unmöglich. Dennoch, die Namen seiner Kids kennt er alle. Martin aus Afghanistan war einer seiner ersten Schützlinge. Zusammen mit Pedro aus Guinea ist der Junge seit 3 Jahren dabei. Die beiden sind Freunde. Und seit es Veddel United gibt, sind sie fast jeden Tag auf dem Platz. Aus ihrem Stadtteil raus. So etwas gibt es für sie kaum. Eigentlich nie. Wir gehen jetzt nicht so richtig weit von unserem Zuhause. Manchmal gehen wir schwimmen. Wie wichtig ist Fußball für euch? So wichtig, dass wir ein Teil meines Lebens. Wichtig, aber nicht wichtiger als eine Schule. Für mich ist wichtiger als Schule. Für mich nicht. Weil mein Vater sagt, es war immer Schule. Mhm. Einen guten Schulabschluss wollen sie beide. Aber eigentlich träumen sie von einer Karriere als Profifußballer. Die beiden wissen noch nicht, dass Veddel United ihr Sprungbrett sein wird. Raus aus der Veddel. 5000 Menschen wohnen hier im Hamburger Stadtteil Veddel. Zwischen Bahngleisen, Autobahnen und Hafenindustrie. Über die Hälfte der Kinder lebt in Haushalten, die auf Hartz IV angewiesen sind. Sedat kennt die Wünsche und Träume der Kinder. Spiel du mal, ich muss weiter. Er ist hier selber als Sohn türkischer Auswanderer aufgewachsen. Nach Feierabend kümmert er sich um den Ausflug, den er mit einigen Kindern geplant hat. Auch Pedro, der Junge mit dem Profitraum, soll mal was anderes sehen. Hausbesuch bei Pedros Familie. Ja? Schuhe ausziehen? Nein, ist okay. Okay. Ja. Hallo. Was machst du, Pedro? Hä? Hallo. Komm. Hast geschlafen oder was? Ja, ich hab geschlafen. Alles gut? Ja. Ja? Papa drinne? Wo ist Papa? Ich glaube da. Ja? Ja. Sedat, wie geht's dir, mein Meister? Alles gut? Gut. Ja? Schon lange will Sedat etwas mit dem Familienvater aus Guinea besprechen. Erstmal geht es aber um den Tierparkbesuch, zu dem Pedro unbedingt mitkommen soll. Um 10 Uhr treffen wir uns beim Sportplatz. Ihr zieht euch die Traininganzüge an, ne? Ja. Bitte die ganz rot, damit wir euch nicht unterwegs verlieren. Und ich habe hier gehört, du bist Sportlehrer. Ja. Ja? Ja. Hat er auch Zettel? Hat er so einen Zettel, was er gemacht hat damals? Oder hat er keine Unterlagen von Sport? Also hier, so im Moment hat er das nicht. In Afrika, ja. Afrika? Ja, ich habe schon 10 Jahre keine Sportlehrer. Ja? Ja. Das ist schön. Kannst du uns hier ein bisschen unterstützen, ein bisschen beibringen? Du hast ja Ahnung, oder? Ja. Siehst du, Sportlehrer ist ja schon was Gutes. Wenn du Zeit hast, bringst du uns was bei und wir bringen dir auch was bei. Okay. Ne? Ja. Wenn du Lust hast, natürlich. Ich schaff's immer. Mein Papa will deutsche Kurse. Komm, wir reden, wenn wir mit ihm öfter so reden, lernt er automatisch. Das ist gut. Ja. Er muss nur Dienstag, Donnerstag kommen, mitmachen, wir reden, versuchen, dann er muss ja automatisch Deutsch mit uns reden, weißt du? Und dann lernt er schneller. Ja. Ja. Und dann gucken wir. Mit seinem Angebot will Sedat einen neuen Trainer gewinnen und dem Familienvater helfen, hier Fuß zu fassen. Pedro, alles klar. Tschüss. Tschüss. Aber jetzt muss er weiter. Antrittsbesuch in der neuen Flüchtlingsunterkunft. Dort haben sie auch schon von dem Müllmann und seinem Fußballverein gehört. Die ersten Interessenten warten schon. Alle Schule? Nein, nicht alle. Aber und du? Buchmann. Du noch? Wieso bist du noch nicht Schule? Auch Schule. Hä? Auch Schule. Die anderen sind alle in der Schule? Ja, alle. Ja. Gibt es keine anderen Leute, wo ich sprechen kann? Ich weiß nicht. Ja. Wen denn? Eine Afghanisch. Afghanisch gut? Fußballer? Ja. Kicker? Ja. Zeig. Komm.
Komm. Mustafa, mein Sohn, 6. Kann ich gucken? Mustafa, zieh. Schlafen? Ja. Schlafen? Ja. Wie alt? Wie alt? 16. 16? 16 Jahre alt. Der Mann möchte unbedingt, dass sein Sohn auch bei Sedat mitspielt. Dem Jungen geht es schlecht. Er braucht unbedingt Abwechslung vom Leben im Containerdorf, erklärt der Vater. Die Kinder müssen übersetzen. Der Mann berichtet von seinem Sohn, der durch den gewaltsamen Tod der Mutter und durch die Flucht schwer traumatisiert ist und sich immer mehr zurückzieht. Sein Sohn? Ja? Geht zu 16 Jahre. 16 Jahre, okay. 20 Jahre, Fußball. Ja, okay. Keine Kinder. Nein, nein, auch, ich habe auch große Mannschaften. Ja, ja, keine Kinder. Ich habe auch große Mannschaften. Keine Probleme. Ja, ja, haben wir. Wenn ihr mit Training anfängt, sagt ihr Bescheid. Dann nimmt ihr ihn mit, sollen die alle kommen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ob der Junge tatsächlich zum nächsten Training kommen wird? Das findet in 3 Tagen statt, erfahren die Bewohner des Flüchtlingsheims. Bis dahin muss Sedat ein weiteres Problem lösen. Die Platzwartin hat ihn angerufen. Aufgrund von Bauarbeiten nebenan könnte ihr Sportplatz bald gesperrt werden. Es steht ein Schild. Aha. Hast du noch nicht geguckt? Nee, also da bin ich noch nicht durchgefahren. Ja, die Kindergarten. Keine 10 Meter vom Spielfeld entfernt reißen hier Bautrupps demnächst Mauern ein, weiß Anne Butmann. Das alte Kindergartengebäude soll abgerissen, ein neues Haus gebaut werden. Das Ganze rückt ihnen gefährlich nahe auf die Pelle. Können wir nicht mehr nutzen hier. Nee, das ist vorbei. Das nur, Feuerwehr kann nur von da durch. Und den Notausgang. Ja. Werden die Kinder überhaupt noch hier trainieren dürfen? Oder wird der Platz aus Sicherheitsgründen gesperrt? Ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt die Baustelle ist, ob sie diesen Platz auch nutzen, mitnutzen mit Autos. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Nee, glaube ich nicht. Dass die Containerautos, vielleicht Baggers hier stehen, weißt du was davon? Also glaub ich habe nichts gehört. Nicht. Ich hoffe nicht, sonst würden wir natürlich, dann müssen wir gucken, dass wir woanders natürlich trainieren. Woanders. Und das mit über 100 Kindern, von denen viele noch nie außerhalb des Stadtviertels waren. Und die auch kein Geld haben für Busfahrten zu anderen Plätzen. Sedat macht sich auf den Weg zum Bezirksamt. Dort will er herausfinden, wie es weitergeht. Außerdem hatte man ihm einen Kunstrasen versprochen für den Platz. Und jetzt? So, jetzt sind wir da. Steck mal hier an, ne? Lass uns mal klingeln. Wer kommt hier? Keiner. Hier sind wir. Ja. Folge mir. Bei den Verhandlungen in der Behörde muss die Kamera draußen bleiben. Will er nicht? Der nächste Tag. Es ist Wochenende. Heute fährt Sedat mit den Kindern in den Zoo. So, Dennis kann es da. André will nicht. Pedro und Martin, die Jungs mit den Profiplänen, sind spät dran. Außerdem gibt es Neuigkeiten, von denen Sedat später erfahren wird. Geht schon mal jetzt alle auf die Toilette nachher. Dann machen wir uns auf den Weg gleich. Dann können wir uns gleich unten treffen, dann will ich auch noch was erzählen dazu. Alle runter, bitte. Sedat will von seinem Behördengang am Vortag berichten. Die Verunsicherung um die Zukunft ihres Fußballplatzes beschäftigt auch die Kinder. Kunstrasen wird erst nicht dieses Jahr, erst nächstes Jahr. Wusstet ihr das schon? Oder habt ihr das schon mitgekriegt gehabt? Mhm. Und wenn hier eine Baustelle ist, das heißt nicht, dass wir hier wegkommen. Wir gehen in einen anderen Platz und da trainieren wir weiter, okay? Dieser andere Platz liegt nur 15 Gehminuten entfernt. Dann marschieren wir richtig Bahn, okay? Wir haben hier Linie warten. Hier rein, hier rein. Nicht alle Kinder konnte Sedat zum Ausflug in den Zoo mitnehmen. Jetzt sind die dabei, die sonst nie aus der Vettel rauskommen. Wo gehen wir hin, Janik, heute? Wo fahren wir hin? Für viele ist es der erste Ausflug, für die meisten ihr erster Besuch in einem Zoo. Die schon gemacht haben, durch. Bitte. Warten aber hier vorne. Hier vorne warten. Warten fällt den Jungs schwer. Diesen Zoobesuch hatten sich viele seit Jahren gewünscht. Er versucht hochzuspringen. Warte. Mann, warte, warte. Janik, der ist da oben. Für die Kinder ist es das erhoffte Spektakel.
Für Sedat geht aber auch der einzige freie Tag in der Woche drauf. Ich krieg ein Lächeln, das langt für mich. Also ich, wenn ein Kind lächelt, das freut mich, das ist gut, das ist was für mich. Er will für die Kinder da sein und die vertrauen ihm. Martin tut sich deshalb noch schwer, ihm von seinen Neuigkeiten zu berichten. Zusammen mit Pedro steht er vor dem Sprung zu Hamburgs bekanntestem Fußballclub. Ich habe ja schon Probetraining bei HSV gemacht. Also die haben mit uns gesprochen, also die meinten, ja, es sieht schon gut aus. Ja, und so mache ich weiter. Und bist aufgeregt jetzt? Ja, die meinten, naja, es sieht gut aus bei dir. Und ja, am Mittwoch muss ich noch mal hin und dann reden die noch einmal mit mir. Ja, dann bin ich vielleicht angemeldet. Das wäre doch gut, ne? Ja. Erst wenn alles fix ist, wollen sie Sedat vom Wechsel zum HSV erzählen. Ein Abschied würde ihnen schwerfallen. Jetzt gehen wir heim, okay? Alles klar, komm. Einmal draußen noch mal alle komplett. 3 Wochen später. Es hat geklappt. Die Jungs sind Jugendspieler beim HSV. Pedro. Hier sind sie nun Gäste. Pedro. Pedro. Hey, alles klar bei dir? Ja. Hast du Hallo gesagt? Ich hab dich gar nicht gesehen. Also, komm, ja. Wann hast du Hallo gesagt? Vorne. Du hast dich bestimmt wieder fest der Kurve geholt, ne? Ja. Pedro, wie ist das? Dein alter Spieler, Mannschaft zu gucken. Traurig aber, ne? Mhm. Ja? Oder? Ja. Ja, ne? Aber egal, versuch das da. Und wie warst du da, dein erstes Spiel? Gut. Ja? Versuche es, wie du das hinkriegst. Und wenn nicht, will ich dich wieder hier sehen. Okay. Okay? Immer wieder schaffen Kids von hier den Sprung zu größeren Vereinen. Für Pedros Vater heißt dieser Vereinswechsel aber auch Kosten für Anfahrt und Ausrüstung. Für uns ist es schwer, weit und ein bisschen teuer für uns. Sollen versuchen und wenn nicht, geh wieder hier, sowieso. Weil gucken, wie das erstmal läuft und dann sehen wir dich. So schwer? Der Clubchef entdeckt plötzlich jemanden, auf den er lange vergeblich gewartet hat. Hallo, alles gut? Hallo. So, da. Mustafa, der traumatisierte Junge aus der Flüchtlingsunterkunft, ist gekommen. Unangekündigt. Sedat improvisiert, wie immer. Passt, mal gucken. Anziehen. Ja? Viele von Sedats Schützlingen besitzen anfangs keine eigenen Sportsachen. Mama, dann zeigst du, dass du ein bisschen spielen kannst. Damit ich von dir ein bisschen sehe. Okay? Seit der Flucht aus dem Irak hat Mustafa kaum den Wohncontainer verlassen. Das soll sich jetzt ändern. Mustafa, hallo. Ich bin Jimmy. Hallo. Wo soll er sich mit reinpacken? Wo soll er mitmachen? Ja, er kann hier mitmachen. Hier mitmachen? Einfach mal kicken. An nichts denken. Einmal berühren. Okay? Das ist bei Monate keiner gesprochen, Mustafa, komm. Ja. Aber jetzt? Ja. Okay. Jetzt alles weg, okay. Soll er alles schön neu machen. Ja, weißt ja. du? Ja. Und wenn er immer Dienstag und Donnerstag kommt, kann er immer trainieren. Feste Termine und Kontakt zu Gleichaltrigen. Das ist es, was Mustafa jetzt braucht, meint Sedat. Die Erinnerungen an Krieg und Flucht kann er ihm nicht nehmen. Aber hier soll er das vergessen. Zumindest eine Trainingseinheit lang. Heute ist ein besonderer Tag. Der erste Spieltag für die neue Frauenmannschaft von Fedel United. 6 Wochen hatten sie Zeit, um ein Team zusammenzustellen. Und Jada hat es geschafft. Wenn jetzt keiner mehr absagt, ist in einer Stunde Anpfiff. Wir spielen das erste Mal alle zusammen. Erstes Punktspiel. Aufgeregt sind wir alle sehr. Und war Arbeit, so eine ganze Mannschaft zusammenzukriegen. Ne? Haben wir ja drüber gesprochen. Das ist hier im Stadtteil auch nicht ganz einfach. Ne? Es hat uns viel Zeit, viel Geduld gekostet. Es geht bei den meisten um den Ruf. Und erst recht in Fedel ist halt keine schöne Gegend, wenn man ehrlich sein muss. Ich darf hier selbst nicht hier spielen, von meinem Vater aus. Er mag die Gegend hier nicht. Fedel hat keinen guten Ruf, sozusagen. Genau. In ganz Hamburg nicht. Ja.
in zwei Reihen hintereinander aufstellen. Wir müssen kurz auf Wischler warten. Das Frauenmatch hat jedenfalls Interesse geweckt und Zuschauer angelockt. Nochmal, ganz normal. Bis zur Hälfte, Hacken hoch und dann ganz normal weiter. Sedat checkt noch einmal letzte Details. Ohrringe habt ihr alle getippt, ne? Nein, uns fehlt Tape. Oh, euch fehlt Tape? Ja. Ja. Können wir Wasserflaschen vorbereiten? Die Hoffnung bleibt, dass jetzt auch beim Gegner nicht alles nach Plan läuft. Die spielen ja schon länger, ne? Die spielen seit letztes Jahr, sind ein eingespieltes Team. Für uns ist das alles Testspiel, Jela. Wir gucken, wir bauen uns auf. Auch wenn wir verlieren, es ist egal, weiter, nicht losladen. Wichtig ist, dass ihr erstmal jetzt zusammenspielt, das erste Spiel. Dann gucken wir, okay? Okay, Mädels, komm. Halt dich. Schön bereit machen. Sie haben noch nie zusammen gespielt und gerade mal ein paar gemeinsame Trainingseinheiten hinter sich. Alles andere als eine Niederlage wäre wohl ein kleines Wunder. Für viele war es aber auch schon ein Wunder, dass hier im Stadtteil überhaupt Frauen Fußball spielen. Warum jetzt also nicht die nächste Überraschung? Rein, Jada, das schaffst du schon. War kein. Die erste Halbzeit halten Jada und ihre Mitspielerinnen gut mit. Dann gibt es den erwarteten Einbruch. Die Gastgeberinnen verlieren mit 0:8. Komm, das erste Spiel, komm. Komm, Mädels, egal. Dick verloren, aber trotzdem stolz. Wir bleiben eine Mannschaft zusammen, auch wenn wir hoch verloren haben. Ob wir traurig darüber sind? Nein. Wie gesagt, wir haben um Spaß gespielt. Haben wir immer noch, auch wenn wir verloren haben. Und geht weiter. Und geht weiter, auf jeden Fall. Außer die Spieler, die sind zum Essen da. Jetzt erstmal stärken. Die Niederlage, für Sedat trotzdem ein Erfolg. Sein Credo, etwas versuchen. Und weitermachen. Auch wenn nicht alles gleich klappt. Auch Mustafa und sein Vater haben beim Spiel zugeguckt. Für den Jungen aus der Flüchtlingsunterkunft hat der Clubchef noch eine Überraschung. Ja, komm mal hier, aber. Guck mal. Den Fahrrad werde ich dir geben. Das ist erstmal hier, diese. Das ist nicht was Gutes, aber dass du immer zum Training kommen kannst, okay? Wenn du das haben möchtest, gebe ich dir das gerne. Dass du immer zum Training kommst. Und auch beim Essen soll er zuschlagen. Hingehen und holen, okay? Alles klar, Dankeschön. Inshallah, Mustafas Vater ist erleichtert. Sein Sohn hat hier Fuß gefasst. Aber Fahrradfahren, das ist für den Jungen Jahre her. Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Sedat hat für sein Engagement auf der Veddel den Bürgerpreis der Stadt bekommen. 1.000 Euro gab es, die er gleich in Bälle und Fußballschuhe investiert hat. Auch Jada hat noch eine Überraschung für ihn. Die hat sie sich extra für heute aufgehoben. 2 Jahre gesucht. Jetzt hat's geklappt. Ein Kosmetikstudio im schicken Winterhude. Hier wird Jada ab dem nächsten Monat eine Ausbildung beginnen. Ja, sieht doch toll aus. Und was machst du? Verkaufst du das oder schminkst du die Leute? Oder wie? Oder berätst du? Wir schminken. Und wie lange musst du lernen? 3 Jahre. Aber bringt Spaß. Ich mach das gerne. Und was willst du danach machen? Was anderes oder weitermachen? Weißt du noch nicht? Erstmal, dass du erstmal was hast. Das ist mir wichtig. Erstmal beenden. Das ist schön. Für Ziele kämpfen. Beharrlich sein. Das lebt er seinen Kids vor. Im kommenden Jahr soll der Grandplatz durch Kunstrasen ersetzt werden. Auch das Sedats Verdienst. Sedat etwas mit dem Familienvater aus Guinea besprechen. Erstmal geht es aber um den Tierparkbesuch, zu dem Pedro unbedingt mitkommen soll. Um 10 Uhr treffen wir uns beim Sportplatz. Ihr zieht euch die Traininganzüge an, ne? Ja. Bitte die ganz rot, damit wir euch nicht unterwegs verlieren. Und ich habe hier gehört, du bist Sportlehrer.
Ja. Ja? Ja. Hat er auch Zettel? Hat er so einen Zettel, was er gemacht hat damals? Oder hat er keine Unterlagen von Sport? Also hier, so im Moment hat er das nicht. In Afrika, ja. Afrika? Ja, ich habe schon 10 Jahre keine Sportlehrer. Ja? Das ist schön. Kannst du uns hier ein bisschen unterstützen, ein bisschen beibringen? Du hast ja Ahnung, oder? Ja. Siehst du, Sportlehrer ist ja schon was Gutes. Wenn du Zeit hast, bringst du uns was bei und wir bringen dir auch was bei. Okay. Ne? Ja. Wenn du Lust hast, natürlich. Ich hab's immer Lust. Mein Papa will Deutschkurs, also. Ja. Komm, wir reden, wenn wir mit Ihnen öfter so reden, ja, lernt er automatisch. Ja. Er muss nur Dienstag, Donnerstag kommen, mitmachen. Wir reden, versuchen, dann wenn, er muss ja automatisch Deutsch mit uns reden, weißt du? Und dann lernt er schneller. Ja. Ja. Und dann gucken wir. Mit seinem Angebot will Sedat einen neuen Trainer gewinnen und dem Familienvater helfen, hier Fuß zu fassen. Pedro, alles klar. Tschüss. Tschüss. Aber jetzt muss er weiter. Antrittsbesuch in der neuen Flüchtlingsunterkunft. Dort haben sie auch schon von dem Müllmann und seinem Fußballverein gehört. Die ersten Interessenten warten schon. Alle Schule? Nein, nicht alle. Aber und du? Du noch? Wieso bist du noch nicht Schule? Auch Schule. Die anderen sind alle in der Schule? Ja, alle. Ja. Gibt es keine anderen Leute, wo ich sprechen kann? Ich weiß nicht. Ja. Wen denn? Eine Afghanisch. Afghanisch gut? Fußballer? Ja. Kicker? Ja. Zeig. Komm. Komm. Mustafa, mein Sohn, 16. Kann ich gucken? Mustafa Zier? Schlafen? Ja. Schlafen? Ja. Wie alt? Wie alt? 16. 16? 16 Jahre alt. Der Mann möchte unbedingt, dass sein Sohn auch bei Sedat mitspielt. Dem Jungen geht es schlecht. Er braucht unbedingt Abwechslung vom Leben im Containerdorf, erklärt der Vater. Die Kinder müssen übersetzen. Der Mann berichtet von seinem Sohn, der durch den gewaltsamen Tod der Mutter und durch die Flucht schwer traumatisiert ist und sich immer mehr zurückzieht. Sein Sohn? Ja? Geht zu 16 Jahre. 16 Jahre, okay. Ja, 20 Jahre, Fußball. Ja, okay. Keine Kinder. Nein, nein, auch, ich habe auch große Mannschaften. Ja, ja, keine Kinder, ich habe auch große Mannschaften. Keine Probleme. Ja, ja, haben wir. Wenn ihr mit Training anfängt, sagt ihr Bescheid, nimmt ihr mit, sollen die alle kommen. Hauptsache, ihr habt Spaß. Ob der Junge tatsächlich zum nächsten Training kommen wird? Das findet in 3 halten Jada und ihre Mitspielerinnen gut mit. Dann gibt es den erwarteten Einbruch. Die Gastgeberinnen verlieren mit 0:8. Das erste Spiel, komm. Komm, wir jetzt, egal. Dick verloren, aber trotzdem stolz. Wir bleiben eine Mannschaft zusammen, auch wenn wir hoch verloren haben. Ob wir traurig darüber sind? Nein. Wie gesagt, wir haben um Spaß gespielt. Haben wir immer noch. Auch wenn wir verloren haben. Und geht weiter. Und geht weiter, auf jeden Fall. Außer die Spieler, die sind zum Essen da. Jetzt erstmal stärken. Die Niederlage, für Sedat trotzdem ein Erfolg. Sein Credo? Etwas versuchen. Und weitermachen. Auch wenn nicht alles gleich klappt. Auch Mustafa und sein Vater haben beim Spiel zugeguckt. Für den Jungen aus der Flüchtlingsunterkunft hat der Clubchef noch eine Überraschung. Ja, komm mal hier. Aber guck mal, den Fahrrad werde ich dir geben. Das ist erstmal hier, diese. Das ist nicht was Gutes, aber dass du immer zum Training kommen kannst, okay? Wenn du das haben möchtest, gebe ich dir das gerne. Dass du immer zum Training kommst. Und auch beim Essen soll er zuschlagen. Hingehen und holen, okay? Alles klar, dankeschön. Mustafas Vater ist erleichtert. Sein Sohn hat hier Fuß gefasst. Aber Fahrradfahren, das ist für den Jungen Jahre her. Es gibt noch mehr gute Nachrichten. Sedat hat für sein Engagement auf der Veddel den Bürgerpreis der Stadt bekommen. 1.000 Euro gab es, die er gleich in Bälle und Fußballschuhe investiert hat. Auch Jada hat noch eine Überraschung für ihn. Die hat sie sich extra für heute aufgehoben. 2 Jahre gesucht. Jetzt hat's geklappt. Ein Kosmetikstudio im schicken Winterhude. Hier wird Jada ab dem nächsten Monat eine Ausbildung beginnen. Ja, sieht doch toll aus. Und was machst du? Verkaufst du das oder schminkst du die Leute oder wie? Oder berätst du? Die schminken. Und wie lange musst du
lernen? 3 Jahre. Aber bringt Spaß. Ich mach das gerne. Und was willst du danach machen? Was anderes weiß oder weitermachen? Weißt du noch nicht? Erstmal, dass du erstmal was hast. Das ist mir wichtig. Erstmal beenden. Für Ziele kämpfen. Beharrlich sein. Das lebt er seinen Kids vor. Im kommenden Jahr soll der Granplatz durch Kunstrasen ersetzt werden. Auch das Sedats Verdienst. Könnte ihr Sportplatz bald gesperrt werden? Es steht ein Schild. Aha. Hast du noch nicht geguckt? Nee, also da bin ich noch nicht durchgefahren. Ja, die Kindergarten. Keine 10 Meter vom Spielfeld entfernt reißen hier Bautrupps demnächst Mauern ein, weiß Anne Butmann. Das alte Kindergartengebäude soll abgerissen, ein neues Haus gebaut werden. Das Ganze rückt ihnen gefährlich nahe auf die Pelle. Bin gespannt. Können wir nicht mehr nutzen hier. Nee, da ist vorbei. Das nur, Feuerwehr kann nur von da durch. Und den Notausgang? Ja. Werden die Kinder überhaupt noch hier trainieren dürfen? Oder wird der Platz aus Sicherheitsgründen gesperrt? Ich weiß jetzt nicht, wenn da jetzt die Baustelle ist, ob sie diesen Platz auch nutzen, mitnutzen mit Autos. Ich weiß gar nicht, wie das läuft. Nee, glaube ich nicht. Dass die Containerautos, vielleicht Baggers hier stehen, weißt du was davon? Also ich habe nichts gehört. Ich hoffe nicht, sonst würden wir natürlich, dann müssen wir gucken, dass wir woanders natürlich trainieren. Woanders? Und das mit über 100 Kindern, von denen viele noch nie außerhalb des Stadtviertels waren. Und die auch kein Geld haben für Busfahrten zu anderen Plätzen. Sedat macht sich auf den Weg zum Bezirksamt. Dort will er herausfinden, wie es weitergeht. Außerdem hatte man ihm einen Kunstrasen versprochen für den Platz. Und jetzt? So, jetzt sind wir da. Steck mal hier an, ne? Lass uns mal klingeln. Wer kommt hier? Keiner. Hier sind wir. Ja. Folge mir. Bei den Verhandlungen in der Behörde muss die Kamera draußen bleiben. Will er nicht? Der nächste Tag. Es ist Wochenende. Heute fährt Sedat mit den Kindern in den Zoo. So, Dennis kann es da. André will nicht. Pedro und Martin, die Jungs mit den Profiplänen, sind spät dran. Außerdem gibt es Neuigkeiten, von denen Sedat später erfahren wird. Geht schon mal jetzt alle auf die Toilette nachher. Dann machen wir uns auf den Weg gleich auf. Dann können wir uns gleich unten treffen, dann will ich auch noch was erzählen dazu. Alle runter, bitte. Sedat will von seinem Behördengang am Vortag berichten. Die Verunsicherung um die Zukunft ihres Fußballplatzes beschäftigt auch die Kinder. Kunstrasen wird erst nicht dieses Jahr, erst nächstes Jahr. Wusstet ihr das schon? Habt ihr das schon mitgekriegt gehabt? Mhm. Und wenn hier eine Baustelle ist, das heißt nicht, dass wir hier wegkommen. Wir gehen in einen anderen Platz und da trainieren wir weiter, okay? Dieser andere Platz liegt nur 15 Gehminuten entfernt. Maschinen wir richtig bauen, okay? Wir haben hier Linie warten. Hier rein, hier rein. Nicht alle Kinder konnte Sedat zum Ausflug in den Zoo mitnehmen. Pedro. Hier sind sie nun Gäste. Pedro. Hey, alles klar bei dir? Ja. Hast du Hallo gesagt? Ich hab dich gar nicht gesehen. Hast du gekommen? Ja. Wann hast du Hallo gesagt? Da vorne. Du hast dich bestimmt wieder versteckt. Wo gekommen? Ja. Pedro, wie ist das? Dein alter Spieler, Mannschaft zu gucken. Traurig aber, ne? Mhm. Ja? Oder? Ja. Ja, ne? Aber egal, versuch das da. Und wie warst du da, dein erstes Spiel? Gut. Ja? Versuche es, wie du das hinkriegst. Und wenn nicht, will ich dich wieder hier sehen. Okay. Okay? Immer wieder schaffen Kids von hier den Sprung zu größeren Vereinen. Für Pedros Vater heißt dieser Vereinswechsel aber auch Kosten für Anfahrt und Ausrüstung. Für uns ist es schwer, weit und ein bisschen teuer für uns. Sollen versuchen und wenn nicht, geh wieder hier, sowieso. Weil gucken, wie das erstmal läuft und dann sehen wir dich. So schwer. Der Clubchef entdeckt plötzlich jemanden, auf den er lange vergeblich gewartet hat. Hallo, alles gut? Hallo.
So, Lala. Mustafa, der traumatisierte Junge aus der Flüchtlingsunterkunft, ist gekommen. Unangekündigt. Sedat improvisiert, wie immer. Passt, mal gucken. Anziehen. Ja. Viele von Sedats Schützlingen besitzen anfangs keine eigenen Sportsachen. Mama, dann zeigst du, dass du ein bisschen spielen kannst, damit ich von dir ein bisschen sehe. Okay? Seit der Flucht aus dem Irak hat Mustafa kaum den Wohncontainer verlassen. Das soll sich jetzt ändern. Mustafa. Hallo. Ich bin Jimmy. Hallo. Wo soll er sich mit reinpacken? Wo soll er mitmachen? Ja, er kann hier mitmachen. Hier mitmachen? Einfach mal kicken. An nichts denken. Einmal berühren. Okay? Das ist bei Monate keine Frage, Mustafa. Komm, komm. Aber jetzt? Ja. Okay. Jetzt, jetzt alles weg? Okay. Soll er alles schön neu machen? Ja. Weißt ja. du? Ja. Und wenn er immer Dienstag und Donnerstag kommt, kann er immer trainieren. Feste Termine und Kontakt zu Gleichaltrigen. Das ist es, was Mustafa jetzt braucht, meint Sedat. Die Erinnerungen an Krieg und Flucht kann er ihm nicht nehmen. Aber hier soll er das vergessen. Zumindest eine Trainingseinheit lang. Heute ist ein besonderer Tag. Der erste Spieltag für die neue Frauenmannschaft von Fedl United. 6 Wochen hatten sie Zeit, um ein Team zusammenzustellen. Und Jada hat es geschafft. Wenn jetzt keiner mehr absagt, ist in einer Stunde Anpfiff. Die Frauen auch da sind. Aber mindestens 10 Spielerinnen muss er noch gewinnen. Beim Saisonauftakt im nächsten Monat müssen eine komplette 11 und Auswechselspielerinnen auf dem Platz sein. Sedats Tag beginnt morgens um 5. Alles gut bei dir? Hast du den Arbeit ja gemacht? Jetzt bin ich. Er ist heute für eine Tour in Hamburgs Innenstadt unterwegs. Als Springer wechselt er ständig die Einsatzorte. Und nach 25 Jahren bei der Müllabfuhr kennt er die schicken Viertel genauso gut wie seinen Kiez auf der Veddel. Ich brauche Platz, muss draußen, ich muss überall sein. Weil ich jedes Mal andere Gesichter sehen, mit Leuten, wie die umgehen, das macht mir schon Spaß. Und danach die Kinder, die machen mir auch natürlich Spaß. Aber auch heute schafft er es nicht zur ersten Trainingseinheit. Anfangs wollte Sedat alles allein machen. Bei 10 Mannschaften und mehr als 100 Mitgliedern unmöglich. Dennoch, die Namen seiner Kids kennt er alle. Martin aus Afghanistan war einer seiner ersten Schützlinge. Zusammen mit Pedro aus Guinea ist der Junge seit 3 Jahren dabei. Die beiden sind Freunde. Und seit es Fedl United gibt, sind sie fast jeden Tag auf dem Platz. Aus ihrem Stadtteil raus. So etwas gibt es für sie kaum. Eigentlich nie. Wir gehen jetzt nicht so richtig weit von unser Zuhause. Manchmal gehen wir schwimmen. Wie wichtig ist Fußball für euch? So wichtig, dass du ein Teil meines Lebens. Wichtig, aber nicht wichtiger als in der Schule. Für mich ist wichtiger als Schule. Für mich nicht. Weil mein Vater sagt, es war immer Schule. Einen guten Schulabschluss wollen sie beide. Aber eigentlich träumen sie von einer Karriere als Profifußballer. Die beiden wissen noch nicht, dass Fedl United ihr Sprungbrett sein wird. Raus aus der Fedl. 5000 Menschen wohnen hier im Hamburger Stadtteil Veddel. Zwischen Bahngleisen, Autobahnen und Hafenindustrie. Über die Hälfte der Kinder lebt in Haushalten, die auf Hartz IV angewiesen sind. Sedat kennt die Wünsche und Träume der Kinder. Spiel du mal, ich muss weiter. Er ist hier selber als Sohn türkischer Auswanderer aufgewachsen. Nach Feierabend kümmert er sich um den Ausflug, den er mit einigen Kindern geplant hat. Auch Pedro, der Junge mit dem Profitraum, soll mal was anderes sehen. Hausbesuch bei Pedros Familie. Ja? Schuhe ausziehen? Okay. Ja. Hallo. Was machst du, Pedro? Hä? Hallo. Komm. Hast geschlafen oder was? Ja, ich hab geschlafen. Alles gut? Ja. Ja? Papa drinne? Wo ist Papa?
Ich glaube, da. Ja? Sedat, wie geht's dir, mein Meister? Alles gut? Ja? Schon lange will Sedat etwas mit dem Familienvater aus Guinea besprechen. Erstmal geht es aber um den Tierparkbesuch, zu dem Pedro unbedingt mitkommen soll. Um 10 Uhr treffen wir uns beim Sportplatz. Ihr zieht euch die Traininganzüge an, ne? Ja. Bitte die ganz rot, damit wir euch nicht unterwegs verlieren. Und ich habe hier gehört, du bist Sportlehrer. Ja. Ja? Ja. Hat er auch Zettel? Hat er so einen Zettel, was er gemacht hat damals? Oder hat er keine Unterlagen von Sport? Also hier, so im Moment hat er das nicht. In Afrika, ja. Afrika? Ja, ich habe schon 10 Jahre keine Sportlehrer. Ja? Das ist schön. Kannst du uns hier ein bisschen unterstützen, ein bisschen beibringen? Du hast ja Ahnung, oder? Ja. Siehst du, Sportlehrer ist ja schon was Gutes. Wenn du Zeit hast, bringst du uns was bei und wir bringen dir auch was bei. Okay. Ne? Ja. Wenn du Lust hast, natürlich. Ich schaff's immer. Mein Papa will deutsche Kurse. Komm, wir reden, wenn wir mit ihm öfter so reden, lernt er automatisch. Das ist gut. Er muss nur Dienstag, Donnerstag kommen, mitmachen, wir reden, versuchen, dann er muss ja automatisch Deutsch mit uns reden, weißt du? Und dann lernt er schneller. Ja. Ja, und dann gucken wir. Mit seinem Angebot will Sedat einen neuen Trainer gewinnen und dem Familienvater helfen, hier Fuß zu fassen. Pedro, alles klar. Tschüss. Aber jetzt muss er weiter. Antrittsbesuch in der neuen Flüchtlingsunterkunft. Dort haben sie auch schon von dem Müllmann und seinem Fußballverein gehört. Die ersten Interessenten warten schon. Alle Schule? Nein, nicht alle, aber und du? Du noch? Wieso bist du noch nicht Schule? Hä? Auch Schule. Die anderen sind alle in der Schule? Ja, alle. Ja. Gibt es keine anderen Leute, wo ich sprechen kann? Ich weiß nicht. Ja. Wen denn? Eine Afghanisch. Afghanisch gut? Fußballer? Ja. Kicker? Ja. Zeig. Komm. Komm. Mustafa, mein Sohn, 16. Kann ich gucken? Mustafa Zier? Schlafen? Ja. Schlafen? Ja. Wie alt? Wie alt? 16. 16? 16 Jahre alt. Der Mann möchte unbedingt, dass sein Sohn auch bei Sedat mitspielt. Dem Jungen geht es schlecht. Er braucht unbedingt Abwechslung vom Leben im Containerdorf, erklärt der Vater. Die Kinder müssen übersetzen. Der Mann berichtet von seinem Sohn, der durch den gewaltsamen Tod der Mutter und durch die Flucht schwer traumatisiert ist und sich immer mehr zurückzieht. Sein Sohn? Ja. Geht zu 16 Jahre. 16 Jahre, okay. Ja, 20 Jahre. In zwei Reihen hintereinander aufstellen, wir müssen kurz auf Büchner warten. Das Frauenmatch hat jedenfalls Interesse geweckt und Zuschauer angelockt. Nochmal, ganz normal. Bis zur Hälfte, Hacken hoch und danach nochmal weiter. Sedat checkt noch einmal letzte Details. Ohrringe habt ihr alle getippt, ne? Nein, es fehlt Tape. Oh, euch fehlt Tape? Ja. Ja. Können wir Wasserflaschen vorbereiten? Die Hoffnung bleibt, dass jetzt auch beim Gegner nicht alles nach Plan läuft. Ich spiele ja schon länger, ne? Letztes Jahr sind sie eingespieltes Team. Für uns ist das alles Testspiel, Jela. Wir gucken, wir bauen uns auf. Auch wenn wir verlieren, es ist egal. Weiter, nicht loslassen. Wichtig ist, dass ihr erstmal jetzt zusammenspielt, das erste Spiel. Dann gucken wir, okay? Okay, Mädels, komm. Halt. Schön bereit machen. Sie haben noch nie zusammen gespielt und gerade mal ein paar gemeinsame Trainingseinheiten hinter sich. Alles andere als eine Niederlage wäre wohl ein kleines Wunder. Für viele war es aber auch schon ein Wunder, dass hier im Stadtteil überhaupt Frauen Fußball spielen. Warum jetzt also nicht die nächste Überraschung? Rein, Jada, schaust du schon. War kein. Die erste Halbzeit halten Jada und ihre Mitspielerinnen gut mit. Dann gibt es den erwarteten Einbruch. Die Gastgeberinnen verlieren mit 0-8. Komm, das erste Spiel, komm. Komm, Mädels, egal. Dick verloren, aber trotzdem stolz. Wir bleiben eine Mannschaft zusammen, auch wenn wir hoch verloren haben. Ob wir traurig darüber sind? Nein. Wie gesagt, wir haben um Spaß gespielt. Haben wir immer noch, auch wenn wir verloren haben. Und geht weiter. Und geht weiter, auf jeden Fall. Außer die Spieler, die sind zum Essen da. Jetzt erstmal stärken. Die Niederlage, für Sedat trotzdem ein Erfolg. Sein Credo, etwas versuchen und weitermachen.
auch wenn nicht alles gleich klappt. Auch Mustafa und sein Vater haben beim Spiel zugeguckt. Für den Jungen aus der Flüchtlingsunterkunft hat der Clubchef noch eine Überraschung. Ja, komm mal hier, aber guck mal. Den Fahrrad werde ich dir geben. Das ist erstmal hier, diese. Das ist nicht was Gutes, aber dass du immer zum Training kommen kannst, okay? Wenn du das haben möchtest, gebe ich dir das gerne. Dass du immer zum Training kommst. Und auch beim Essen soll er zuschlagen. Hingehen und holen, okay? Alles klar, danke. Mustafas Vater ist erleichtert. Sein Sohn hat hier Fuß gefasst. Aber Fahrradfahren, das ist für den Jungen Jahre her.